Hallo, hier ist Anna. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt mir so viele Fragen über Schilddrüse schon mal gestellt. Und deswegen möchte ich dieses Thema heute ein bisschen erleuchten. Also wir gehen heute auf die grobstoffliche Ebene, schauen, was da alles passieren kann. Und was die psychosomatische Ebene angeht, da werde ich ein separates Video nochmal machen. Also, Schilddrüse ist ein Hormonorgan, der befindet sich hier in unserem Hals. Vorne, wie so Schildschatz aus mit zwei Lappen, und in dazwischen befindet sich Isthmus oder Brücke, die diese zwei Lappen miteinander verbindet. Die ganze Schilddrüse besteht aus einzelnen Läppchen, die wiederum aus Follikel bestehen. Also die schauen so aus, diese Follikel außen, also umzahmt das alles Epithelzellen, die produzieren dann Schilddrüsenhormone. Schilddrüse wird von unserem Gehirn gesteuert. Da gibt es zwei Bereiche, einmal Hypothalamus, einmal Hypophyse, die steuern nach und nach die Schilddrüse und regeln diese Hormonausschüttung aus der Schilddrüse. Also man kann so vorstellen, dass Hypothalamus ein Schalter ist. Wenn Hormone im Blut fallen, also die Spiegel fällt, dann wird dieser Schalter eingeschaltet, wie beim Licht auch, leuchtet eine Lampe auf. Und Hypophyse weiß, dass die jetzt ein bestimmtes Hormon produzieren kann oder muss, damit die Schilddrüse aktiviert wird. Und dieses Hormon heißt TSH. Dieses Hormon, wie man sieht, ist zinkabhängig. Deswegen Zinkmangel kann auch zum Mangel von TSH führen, was wiederum die Funktion von Hypophyse ein bisschen schwächen kann. Weitere Station ist Schilddrüse. Schilddrüse selbst, wie man sieht, diese Hormon kommt zu den Epithelzellen an die bestimmte Stelle, das nennen wir Rezeptor, stimuliert diese Rezeptor und dann weiß diese Zelle, aha, jetzt muss ich Hormone produzieren. Diese Hormone in Schilddrüse heißen T4 und T3. T4 kann man sich vorstellen wie einen Block verpackt, also ein Päckchen mit viele Papier drin. Das wird 10-mal so viel produziert als T3. Und T3 können wir in Form von einzelnen Papierblättern vorstellen. Jetzt müssen diese Blätter sozusagen zur Druckerei fahren. Und da, also Druckerei, das sind verschiedene Organe, verschiedene Zellen, die diese Papier dringend brauchen. Und wie wird das gefahren? Das wird auf die LKW im Blut draufgelegt. Diese LKW sind Bluteiweiße oder Transporteiweiße, die von Leber produziert werden. Also auf diese Eiweiße kommen diese Hormone drauf und werden zu den Zellen transportiert. Das ist der Weg. Jetzt schauen wir, wie diese Hormone in Schilddrüse entstehen, also T3 und T4. In den Zellen von Follikel gibt es ein Peptidhormon oder Peptidstruktur, die besteht aus viele Aminosäuren. Aminosäuren heißt Tyrosin. Also wir brauchen schon mal für die Herstellung von unseren Schilddrüsenhormonen Aminosäuren. Diese Zellen machen nichts anderes, als aus dem Blutkreislauf Jod herauszufischen. Und diese Jod wird dann an diese Kette wie so Perle auf den Schnur aufgehängt. Also es kommt zu jedem Tyrosin 1 oder 2 Jod-Ionen. Also entsteht TJ1 oder TJ2. Danach wird es alles gruppiert. Diese Entstehung aber braucht eine bestimmte Enzym. Das wird Peroxidase genannt oder Thyroperoxidase in diesem Fall, weil Thyroidea ist ja Schilddrüse. Also es gibt verschiedene Peroxidasen. Und diese Peroxidase, wie man sieht, ist eisenabhängig. Also wenn wir Eisenmangel haben, zum Beispiel Anämie, das ist auch so ein Hinweis auf Eisenmangel, dann können wir auch Probleme mit Peroxidase haben, dass wir zu wenig von ihr haben. Und dann kann diese Jod nicht richtig oxidiert werden, nicht mit dem Tyrosin verbunden werden. So entsteht auch zu wenig Schilddrüsenhormone. Danach werden die
einzelne Grüppchen zusammengepackt. Also zum Beispiel T1 und T2 werden zusammengepackt, so entsteht T3, also schon fertige Hormone, wie wir sehen. Und es kann auch andere sein, zum Beispiel, dass wir das hier T2 gemacht, zusammen gemacht werden, also T2 und T2, es gibt T4. Also der zweite fertige Hormon von Schilddrüse ist fertig. Danach, wenn es kein Signal kommt, werden die in die Mitte gespeichert, in die Mitte von diesem Follikel, in so Form von Kolloid, und bei Bedarf wieder, wie gesagt, im Blut abgegeben, auf die Taxi gelegt oder auf diese LKW gelegt und zu den Zellen hingefahren. So sehen wir noch einen Stoff, den wir unbedingt für Herstellung von Schilddrüsenhormonen brauchen, das ist Jod. Jodmangel in Deutschland ist sehr, sehr verbreitet. Also laut Deutsche Gesellschaft für Ernährung brauchen wir 200 Mikrogramm pro Tag. Wobei zum Beispiel Chinesen essen 20.000 Mikrogramm pro Tag. Hier, wie gesagt, streiten sich wieder die Geister. Man sieht, dass in Deutschland die ganzen Werte sehr, sehr niedrig sind, was empfohlen werden. Jod können wir aus Meeresfrüchten und Fisch bekommen in ausreichender Menge. Problem ist aber da, dass die auch Schwermetall belastet sind. Deswegen werde ich eher auf die Algen zurückgreifen, zum Beispiel Braunalge oder Kelp enthalten sehr, sehr viel Jod und außerdem andere Spurenelemente, die auch hier bei dieser ganzen Kaskade eine Rolle spielen. Also reine Jod bringt uns nicht, wenn wir zu nichts, weil wenn zum Beispiel Zinkmangel entsteht oder wir noch Eisenmangel zusätzlich haben, hier müssen wir immer wieder schauen, dass wir ein Komplexmittel haben, die möglichst viele dieser Spurenelemente in sich trägt. Dann bekommen wir alles, was wir brauchen. Jetzt gehen wir weiter zu diesem LKW oder diesem Taxi, wo unsere Hormone gelagert sind. Das ist tatsächlich wie ein Lager. Wenn im Blut zu viel von Hormonen ist, dann wird das eingelagert. Wenn die Zelle momentan auch nichts brauchen, wird das eingelagert. Aber es kann auch zu viel von diesem LKW im Blut sein und die halten praktisch Hormone zurück. Das kann auch zu Schilddrüsenunterfunktion unter Umständen kommen. Warum wird so viele LKW jetzt in unserem Blut auf einmal da? Weil unsere Leber ist auch bei diesem Prozess beteiligt. Sie produziert auch diese LKW, die auch danach abgebaut werden müssen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird so viel Hormone in den LKWs verbleiben und kommen nicht zu den Zellen hinein. Warum entsteht so viele LKWs oder warum werden die nicht rechtzeitig abgebaut? Hier spielen unsere Geschlechtshormone eine wichtige Rolle. Übrigens beim Umwandlung von unseren Östrogene, also eine davon ist Estradiol in Estriol, werden auch diese Taxi praktisch verbraucht und Hormone können dann frei werden und Zellen erreichen. Bei diesem Problem in die Leber wird dieser Prozess gestört, also die Umwandlung findet nur sparsam statt und dann haben wir zu viel von den Taxis da. Estradiol ist allgemein sehr, sehr aggressiv, der wirkt sehr schnell und deswegen darf er nicht so lange im Blut verbleiben, also höchstens 3 Minuten. Und dann muss er zu einem unschädlichen Estriol umgewandelt werden. Wenn Leber das nicht kann, dann kann es unter Umständen zu vielen Problemen führen, also Östrogendominanz bis zu Brust- oder Eierstockkrebs. Zweites Problem ist das niedrige Progesteron. Progesteron hilft auch, diese zusätzliche Taxi abzubauen. Und wenn Östrogendominanz entsteht, dann ist meistens auch Progesteronmangel da. Und die häufigste Symptom bei Progesteronmangel ist eine schmerzhafte Blutung, also schmerzhafte Menstruation.
Noch eine Etage tiefer befindet sich schon das nächste Problem, nämlich wenn diese Hormone dann im Blut kommen, dann sehen wir, dass T4 ist 10-mal öfter da als T3. Auf die Zelle kann aber nur T3 wirken. T4 also muss erst in T3 umgewandelt werden. Und diese Umwandlung geschieht durch spezielle Enzyme. Es ist wie so Schere, das schneidet praktisch ein Atom weg. Und diese Schere werden auch in Leber produziert und heißen Dehydrasen. Also es ist mehrere Hormone. Dehydrasen können auch nicht richtig produziert werden, wenn die Leber nicht richtig arbeitet. Also wenn da irgendwelche Probleme entstehen. Aber viel öfter haben wir Probleme mit Dehydrasen, weil die Selen, Vitamin A und Aminosäure Cystein für seine Herstellung brauchen. Also wenn es Mangel an diesen Spurenelementen da ist, dann wird auch zu wenig Dehydrasen produziert. Außerdem Aminosäure Cystein kann in unserem Körper produziert werden, aber nur dann, wenn wir genügend Vitamin B6 haben, was auch in unserer Zeitalter sehr seltene Vitamin ist und muss unter Umständen auch als Nahrungsmittel zugefügt werden. Genauso wie Selen, also Selenmangel ist fast bei 98% auch in Deutschland. Also ihr seht, dass Transport oder auch Verwertung von Hormonen von der Schilddrüse sehr stark von der Lebergesundheit abhängig. Deswegen, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr eine Beratung braucht, wie man das alles beheben kann, bitte kontaktiert mich. Auch der Vitalstoffmangel spielt sehr, sehr wichtige Rolle. Deswegen sollen wir unbedingt auf ausreichende Ernährung achten oder zusätzlich auch Vitalstoffe nehmen. Die Probleme, die im Kopf entstehen können, sind eher seltener. Allgemein, alle diese Probleme, die ich heute genannt habe, führen eher zu der Schilddrüse-Unterfunktion, also Hypothyreose, über Schilddrüse-Überfunktion oder auch Entzündungen von Schilddrüse werde ich dann in einem separaten Video erzählen. Deswegen abonniert unbedingt meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Unterstützt mich mit Daumen nach oben. Schreibt eure Fragen in den Kommentaren. Werde alle beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, aber macht's was dafür.